Servus! Ich wurde von einem Amazon-Verkäufer gefragt, ob ich vielleicht ein Produkt testen will. Und ja, ich habe gedacht, natürlich will ich ein Produkt testen. Und es ist recht angenehm, dass es ein Produkt ist, was ich wirklich schon kaufen wollte und auch beim Suchen bin. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo bei mir sieht, dass ich das die ganze Zeit suche. Aber auf jeden Fall habe ich so eine Massage, so etwas für den Rücken zu massieren gesucht. Und ja, er war wirklich sehr nett und hat mir wirklich jetzt einen Zug geschickt und ich bin total glücklich und ich habe jetzt gedacht, ich muss gleich ein Video machen, wie es auspackt und deswegen nehme ich heute mit. Also ihr habt das gratis zur Verfügung gestellt gekriegt, um es euch zu zeigen. Ihr habt mir keine, es gibt eigentlich nichts, was ich machen muss. Eigentlich, ich soll es nur mal testen und genau. Und ich habe gedacht, ich nehme euch einmal mit beim Auspacken und die werden noch 2, 3 Wochen ein Update machen, ein Review sozusagen, ob es was bringt. Weil der Masseur, mir wäre nicht der Masseur, ein Chiropraktiker, wäre mir sowieso angetragen worden von meinem Arzt, dass ich da auch vielleicht nochmal hingehe, weil ich eben sehr verspannt bin. Ich muss sagen, ich liege immer so schräg beim Stillen und dadurch habe ich starke Rückenschmerzen, Kreuzschmerzen, genau in diesem Bereich, was eben Migräne und so verursacht. Und ja. Und das war auch sehr schön. Es ist nämlich das Mail, das ich dann zugeschickt kriege, ist nämlich an meinen Geburtstag sogar gekommen. Und ja, ich war sehr glücklich und es ist ein bisschen, es ist schon schön, sowas zu kriegen, muss man sagen. Und ja, ich werde das glaube ich mit euch auspacken und zwar werde ich dafür in meinen Schoß filmen. Südele. So schaut das aus. Also, so schaut das aus. Es sind so Kugeln vermutlich und die massieren halt einen. Ich werde das gleich mal öffnen. Vorsichtig öffnen. So, dann nehme ich das jetzt am besten hoch. Wow, alles sehr schön eingepackt. Und was haben wir denn da? Das erste da ist gleich mal das richtig große. Boah, das ist richtig schwer und massiv. Das ist das erste Teil. Ich werde das gleich mal schön auspacken. Wow, das fühlt sich ziemlich hochwertig an, muss ich sagen. Und das fühlt sich ganz flauschig an. Um Gottes Willen. Ach ja, das ist ein Bund, das kann man sich Autositz hinten anschnallen. Und da sind die Kabel zum Anstecken vermutlich. Ich weiß nicht, ob es kabellos auch funktioniert, aber da sind auf jeden Fall schon mal Kabel. Die sind da reingesteckt und. Was ist das da? Egal, lassen wir es einmal oben. Das ist auf jeden Fall mal das Gerät. Und dann sind da drunter noch Kabeln und. Ach so. Also, es gibt einen fürs Auto zum Laden. Das kann man in die Steckdose, also nicht in die Steckdose, wie nennt man das? Da, wo man normalerweise das Feuerzeug, das, was man als Feuerzeug benutzt, dass man die Zigaretten anzündet. Der Zigarettenanzünder, da kann man das reinstecken. Da ist ein Kabel dabei. Und das ist ein ganz normales für die Steckdose. Perfekt. Super, weil mein Freund findet das auch mal ausprobieren, habe ich mir gedacht. Das trifft sich gut. Und da ist dann noch die Anleitung. Und noch eine Broschüre. Gut. So, schauen wir das einmal durch. Das ist dann eine Beschreibung. Schauen wir mal, ob man es vorher aufladen muss. So, ich habe mir das jetzt alles ein bisschen angeschaut und ja, ich habe jetzt dann da mal den Stecker und das Gerät ist da. Ich werde das direkt einmal einstecken. Also ich stecke es jetzt das erste Mal mit euch ein. Und ja, es gibt da jetzt etwas extra für die Hände, das man reintun kann. Da kann man die Hand reintun. Man kann das aber auch runter machen. Ich werde das einmal zeigen. Man kann das da runter machen mit einem Reißverschluss. Und dafür dann auf den Rücken tun. Sitz. Genau, ich werde das am besten runter tun. Dann sieht man das besser, was die Kugeln machen. Man kann sogar, dass es sich aufwärmt, einstellen. Und ja, aha, da kann man das glaube ich auch noch öffnen. Das werde ich auch noch zeigen. Also da drinnen ist auch noch einmal ein Reißverschluss. Das ist nämlich kein Problem. Aha, so schaut das aus. Das kann man also dann auch noch waschen. So schauen die
aus. Okay. Schaut eigentlich sehr schön aus, muss ich sagen. Ich werde das jetzt wieder zumachen, nicht, dass ich was kaputt mache. Und ja. So. Ich bin jetzt natürlich schon etwas aufgeregt und es ist jetzt schon wieder rausgegangen. Noch einmal rein. Ah, das muss man richtig zumachen. So. Das muss man richtig reinstopfen. Ich bin jetzt schon sehr aufgeregt, wie das jetzt funktionieren wird. Ich habe die Anleitung hier hergelegt, wärmend machen und man kann das kalt lassen. Und ich will jetzt einmal schauen, ob das einfach zu bedienen geht. Und man kann es auch noch rechts drehen, also gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn drehen lassen. Und dafür braucht man einfach nur aufdrücken, um es einzuschalten. Da ist genau eine Taste. Seht ihr das? Einfach auf diese Taste drücken, dann geht es ein. Genau, dann dreht sich das. Wenn es leuchtet, dann wärmt es, so wie ich das verstanden habe. Und wenn man noch einmal aufdrückt, dann geht es in die andere Richtung. So dreht es sich ohne Wärme. Also wenn man gerade Wärme braucht oder Kälte braucht, ist das sehr, sehr angenehm. Dann dreht sich es wieder in die andere Richtung. Und dann wieder mit Wärme. Und ganz leicht zum Ausschalten ist das Produkt, indem man 3 Sekunden raufdrückt. Das sind die Sachen, die ich jetzt herausgefunden habe von der Broschüre. Die empfohlene Anwendungszeit ist 15 Minuten und ich finde es das super, dass sie das dazu schreiben, weil nicht, dass man sich dann in Grund und Boden massiert. Und es steht auch drinnen, dass man dann 15 bis 20 Minuten warten soll bis zur nächsten Anwendung. Genau. So, ja, das ist jetzt das Produkt. Jetzt zeige ich das jetzt noch einmal in die Kamera. Ihr habt das jetzt, glaube ich, schon oft genug gesehen. Es ist da hinten auch so ein Riemen, dass man es an den Sitz ran tun kann im Auto, an den Autositz ran heften kann. Und ja, ihr habt es eh gesehen, dafür gibt es das fürs Autoteilchen auch. Ich finde das perfekt, dass man das auch im Auto benutzen kann, gerade für lange Fahrten oder Reisen, wenn man irgendwo hinfährt, finde ich das ideal. Es ist leicht zu bedienen, man soll es aber nicht in Kindernähe bringen, steht auch noch drauf. Also da muss man auch aufpassen, das verstehe ich. Aber wenn die Dinger ja warm werden und wenn wir die zu lang eingeschalten haben, wird das, also wenn man das einfach zu lang eingeschalten hat, ist das sicher nicht gut fürs Gerät. Ja, ich werde das jetzt noch testen und dann in 2 bis 3 Wochen werde ich eine richtige große Review dazu geben. Ich werde dann alles haben ausprobiert haben, ich werde alles ausprobieren. Also, was gibt es da schnell noch einmal? Hals werde ich auf jeden Fall ausprobieren, Rücken auf jeden Fall. Und vielleicht, weil da auch mein Freund von aber Rückenprobleme hat und dann, der hat nämlich immer wieder Rückenprobleme, dann werde ich das eher ausprobieren. Bauch, bin ich mir nicht so sicher, ob ich Bauch ausprobieren will, weil ich habe das nicht so gern, wenn irgendwas um meinen Bauch ist, ich weiß nicht. Ich habe durch die Schwangerschaft schon genug Bewegung im Bauch gehabt, deswegen habe ich das nicht so gern. Aber Oberschenkel hört sich auch extrem genial an. Arme habe ich jetzt auch schon ausprobiert. Richtig lustig, also es fühlt sich echt angenehm an, dass so man spürt, dass was getan wird und Waden werde ich auch ausprobieren. Brauche ich jetzt dann eigentlich nicht so wirklich, aber man kann es ja alles einmal ausprobieren und ich freue mich jetzt dann schon so. Genau. Und das war es ja im Endeffekt schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat ein bisschen was für euch gebracht und ja, die große Review kommt dann auch noch und bis dahin, für euch!